Heute mal ein Video mit dem Titel Es gibt gar keine Dualseelen. Na sowas aber auch. Es ist nur ein Konzept. Das lese ich ja oft oder öfter in unter meinen Videos als Kommentar oder auch so in meinen anderen Bereichen, wo ich tätig bin, sozusagen in den Telegram-Gruppen oder direkt im Austausch mit mir. Ja, was ist da dran? Ist es ein Konzept? Um was geht's denn? Ja, genau das ist das, worüber ich heute hier mal kurz reden möchte. Nicht lang, nur kurz. Was ist ein Konzept? Ein Konzept ist etwas, was der Denker kreiert, um etwas, was er erlebt, zu beschreiben. Sozusagen ist ja eigentlich alles ein Konzept. Denn du hast gelernt, das ist ein Arm, das ist eine Hand, das ist die Haare, das ist die Brille. Ja, du hast viel gelernt, weil als du als Baby auf die Welt kamst, gab es das alles nicht für dich. Das waren alles irgendwie Energien. Ich kann mich schlecht erinnern, aber ich vermute mal, es war alles irgendwie da, aber ohne Namen. So, und nun wurdest du erwachsen und bekamst einfach Konzepte. Und auch Programme, wie du zu sein hast. Und wie etwas heißt und wie etwas läuft. Und nach dieser Vorgabe läufst du heute noch. Und so ist auch durchaus das Wort Dualseele kreiert worden von irgendjemandem, der diesem ganz speziellen Seelenpartnerphänomen einen Namen geben wollte, weil der Verstand halt gerne etwas hat, mit dem man was anfangen kann. Der Verstand braucht es halt einfach. Du als Mensch selbst, als Seele bräuchtest es nicht, der Verstand will es haben. Und aus dem Grund wurde es eben geboren. Also Konzepte sind per se weder gut noch schlecht. Sie sind einfach eine Beschreibung für etwas, was du ja kennst oder was du glaubst zu kennen. Sagen wir mal so, der Verstand glaubt ja was zu kennen und dann braucht er einen Halt und eine Struktur. Und klar, wir müssen ja auch noch reden. Wir haben noch keine Telepathie, die wir ständig anwenden. Und dann sollten wir auch noch die Dinge benennen. Von daher gesehen, gar nicht übel. Wo liegt aber jetzt das Herausforderungsthema, nenne ich es doch mal so. Gut, Konzepte wandeln sich. Auch die Sprache wandelt sich ständig. Früher hieß es Anhänger, wenn man jemandem ganz begeistert gefolgt ist. Später kam das Wort in Verruf aus gewissen Gründen in den 60er Jahren und dann nannte man es eben Fan, Englisch Fan. Ja, jetzt bin man halt ein Fan und kein Anhänger mehr. Letztendlich ist es das Gleiche, heißt halt nur anders. So, das Wort Dualseele bezeichnet eine ganz enge Seelenpartnerschaft. Nicht mehr, nicht weniger. Und diese Bezeichnung ist deswegen auch entstanden, weil diese Seelen sich sehr dualistisch oft reiben und begegnen. Also so gesehen passt es im deutschen Sprachraum sehr gut, wie ich finde. Twin Flame im Englischen, gut, zwei Flammen, wird auch oft Zwillingsseele genannt oder Zwillingsflammen. Da bin ich ein bisschen, sie sind zwar ähnlich, ja stimmt auch, sie sind ähnlich und trotzdem nicht gleich. Also stimmt beides irgendwie. Letztendlich geht es um ein Konzept, das der Verstand benötigt, um etwas zu erkennen und um es auch zu beschreiben. Und dafür ist es super. Was macht die Sache jetzt so schwierig, dass das Wort Dualseele so für einige von euch so einen schlechten Beigeschmack bekommen hat? Ja, worum geht es? Das ist ja auch klar. Hat ja einen Grund, warum es so ist. Ohne Grund ist es ja nicht so. Ich will mal meinen Tee herholen, habe meinen Tee gerade aufgebrüht und dann mache ich gleich weiter. So, jetzt kann ich noch mein Teechen umrühren, während ich hier rede und gleich genießen. Ja, diese Konzepte sind weder gut noch schlecht. Was passiert, wenn du in einer guten Energie mit diesem Menschen, mit diesem Seelenpartner bist, dann ist Dualseele ein grandioses Wort. Sobald es allerdings dann nicht so läuft, wie dein Verstand gerne hätte, und das ist meistens der Fall bei Dualseelen, denn es ist eine Lernaufgabe dahinter, die erst einmal nicht erkannt wird oft und dann, wenn sie erkannt wird, auch noch ziemlich aufwendig ist dazu noch. Das heißt, erst erkennst du nicht, um was es geht, so wie ich damals, dann bekomme ich diesen
bisschen Erklärung für meinen Verstand genannt. Aha, Dualseele, was Außergewöhnliches. Stimmt ja auch, es ist nicht so einfach wie die anderen Seelenpartnerschaften, die ich vorher schon erlebt hatte. Und dann wird das für den Verstand verständlicher, allerdings nicht einfacher, denn die Aufgabe dahinter ist unberührt von irgendeiner Beschreibung, irgendeinem Konzept. Und das wird dann oft vergessen oder verdrängt vom Verstand, weil der Verstand sagt, ach ja, es komme ich nicht weiter, wie ich es erwartet habe. Es war ja so schön und nun ist es so bescheiden. Ja, stimmt. So ist es. Erst ist es super schön bei den meisten und dann, nach einer Honeymoon-Phase, beginnt dann die eigentliche Aufgabe und die ist nicht so schön. Naja, im Grunde ist ja auch schön. Eine schöne ist wieder eine Bewertung vom Verstand, stelle ich gerade fest. Nee, es ist einfach. Es ist eine Aufgabe, die du zu tun hast, die nicht so leicht ist und die dich sehr herausfordert. Und dadurch, je länger dann du diese Herausforderung nicht meisterst, umso eher wirst du dann frustriert und dann ist es eben Kacke. Was zuerst schön war, bewertet der Verstand dann als Kacke. Es ist so typisch für den Verstand. Erst ist es super toll und dann ist es, na ja, und dann ist es, und dann ist es bescheiden. So, das ist der Verstand. Wir müssen das Ganze außerhalb des Verstandes betrachten und auch anschauen. Das kann man aber sehr schwer als Mensch, wenn der Verstand sehr viel plappert. Dann ist sehr schnell etwas, was super gut war, super schlecht. Das kennst du in deinem Leben wahrscheinlich auch. Ja, erst bist du total begeistert von irgendwas, von der Arbeit und von irgendwas, von einem Video und dann plötzlich, nee, passt nimmer, gefällt nimmer. Typisch Verstand. Gut, der Verstand ist der Verstand. Die Aufgabe ist die Aufgabe. Wir müssen quasi Verstand und Bewertung von der Aufgabe trennen. Denn was sind denn diese Aufgaben, die ich ja schon so oft in so vielen Videos beschrieben habe? Wach werden, bewusst werden, ankommen in, ja, wo genau? In einer geistigen Öffnung, in einer geistigen Freiheit, raus aus diesen ganzen Konzepten. Du wirst sie zwar noch nutzen, um dich kommunikativ auszutauschen, dafür sind sie auch da, die Wörter und die ganzen neuen Wörter wie Klima, Kleber, Klimawende und was weiß ich. Und dieses neue, was ich ja gar nicht so schön finde, Gendersprache. Ja, die deutsche Sprache wird etwas verhunzt, leider. Gut, okay. Ist, wie es ist, der Wandel der Zeit lässt sich nicht aufhalten. Wobei ich finde, nicht alles, was neu ist, ist auch gleichzeitig gut, meine Meinung. So, aber kommen wir nicht vom Thema ab. So, was solltest du tun? Du solltest diese Aufgabe, die du bekommen hast, nachdem du diesen Menschen begegnet bist, trennen von deinem kognitiven, bewertenden Verstand. Und das ist die eigentlich schwierige Aufgabe, denn das gelingt ganz schön schwer, weil der Verstand halt sehr viel Macht hat. Bewusst und unbewusst. Du läufst nach gewissen Strukturen aus der Kindheit und die sind natürlich sehr in dir verankert. So, und nun kommt da jemand daher, der wirft alles über den Haufen, was du jemals über Liebe gedacht hast, über Sexualität, über sich wohlfühlen, Telepathie, Einssein. Und natürlich kommst du dann leider nach einer gewissen Zeit, wenn du nicht weiterkommst mit diesem Mann, dieser Frau, in eine Schräglage. Aber diese Schräglage ist gewollt. Ja, und das sagst du jetzt, was? Das ist gewollt? Nö, das kann nicht sein. So ein Mist ist gewollt. Ja. Ich habe diesen Weg durchlaufen bis zum Schluss und ich kann sagen, es ist sehr wohl gewollt, weil ich wäre nicht da, wenn ich diesen Weg nicht gehabt hätte und diesem Mann nicht begegnet wäre. Meine Dualseele, sag mal, es ist ein Konzept, es ist doch shitegal. Du kannst es auch Kakadu nennen oder was weiß ich was. Leuchten. Ist doch wurscht, wie du es nennst. Energie. Es sind alles nur Bezeichnungen, damit der Verstand sich mit anderen Menschen über den Mund, über das Reden, über die Worte austauschen kann, weil sonst versteht uns ja keiner. So, und Dualseele ist ein eingebürgerter Begriff seit mehreren Jahren. So, klar, mehr nicht, aber auch nicht weniger. Genauso wie Seelenpartner, als andere, alle anderen Wörter, Haus, Tisch, Auto und so weiter. Brille, Lampe, Bild, Katzbaum. Es ist alles nur ein Begriff für etwas, damit man es versteht. Den Weg allerdings, der mit dieser Dualseelenbegegnung anfängt, den
versteht der Verstand sehr schwer, denn es wirft alles über den Haufen, was du jemals geglaubt hast, wer du bist, was du bist und wie es zu sein hat. Denn all das, was du glaubst, was du bist, wirst du erkennen, das sind teilweise meistens nur Konzepte, Programme, Strukturen aus der Kindheit, aus der Vergangenheit und so weiter und so weiter. Weißt du alles auch schon, will ich gar nicht drauf eingehen. So, und nun, was ist zu tun? Warum gibt es überhaupt so viele Begegnungen, die dual-seelenähnlich sich anfühlen, wenn es auch nur vielleicht Seelenpartnerschaften sind? Es geht darum, dass du aufwachst, ankommst bei dir und damit viele Menschen in deiner Umgebung mit dir in eine andere Energie, eine höher schwingende Frequenz, in eine mehr Egolosigkeit, nennen wir es mal so, Konzeptlosigkeit kommen können. Allerdings geht das nicht über Nacht. Und da sind wir beim nächsten Herausforderungsthema. Wenn es jetzt nach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren immer noch nicht funktioniert, kann ich gut verstehen, dann ist man sehr frustriert. Ich war auch nach 8 Jahren oder nach 6 Jahren, 7 Jahren frustriert. Ich habe es dann geschafft, im 9. Jahr immer weiter bei mir anzukommen, im 10., 11. sowieso. Und jetzt ist alles friedlich. Aber das war natürlich ein doch sehr anstrengender Weg. Das weiß ich sehr wohl. Und ich habe auch das nicht als so schön empfunden, streckenweise, sondern eher als sehr anstrengend. Doch Veränderungen in dir zu etablieren, bedarf es eines größeren Umbruchs. Und das geht nicht, indem du eine normale Begegnung hast wie immer. Das flasht dich ja schließlich nicht. Weil was ist das Besondere an diesen Dualseelen? Diese Begegnung wirft dein gesamtes Lebenskonzept, deine bisherige Denkweisen und Empfindungsweisen voll über den Haufen, wie es so schön heißt, du wirst voll durchgeschüttelt. Erstmal schön und dann nicht so schön. Auch wieder Bewertung vom Verstand logischerweise, gell? Und irgendwann, wenn du erkennst, um was es wirklich geht, erst dann bist du am richtigen Punkt. Solange du in der Wolke 7 schwebst und Honeymoon, kein Plan von nichts, bist du noch nicht da. Wenn du nur im Schmerz bist, genau der gleiche Gegenpol, dualistisch, das Gegenstück, auch nicht gut. Ja, gut schon. Was heißt auch nicht gut? Auch dann bist du noch nicht wirklich an dem Punkt, wo du erkennst, was du tust. Da bist du so sehr im Schmerz und im Jammern und im Wehklagen und der andere ist schuld und so weiter. Das ist immer am nächsten Thema. Der andere. Vergiss es. Du. Es geht um dich. Es geht um dich, deine Veränderung, dein Erkennen, deine Handlung, dein dich selbst lieben, wertschätzen und so weiter und dein dich selbst aus dem Schlammloch herausholen, wo viele drin sitzen und jammern und wehklagen. Die Welt ist ja so kacke. Wer im Schlammloch sitzt und jammert, sollte nicht jammern, sondern rausgehen aus dem Schlammloch und dann wird's besser. Doch die meisten, naja, nicht die meisten, aber viele, sitzen drin und jammern und wehklagen und sagen, oh, alles so blöd hier, so dreckig, so kalt, so unangenehm, aber es wird nichts unternommen, um dem zu entgegnen. Und da fängt es dann an, dass es anstrengend wird. Nicht das Wort Dualseele, das Konzept Dualseele strengt dich an, sondern die nicht gelöste Aufgabe im Hintergrund strengt dich an. Deine Seele will aufwachen, hat sich das auserkoren, du begegnest diese Menschen, alles läuft gut nach Plan, nach Seelenplan läuft es gut. Allerdings nach menschlichem Ermessen läuft es nicht gut, denn deine Vorstellungen, was du gerne hättest, deine Erwartungen, die du hattest oder hast an den anderen, ihr wisst, von was ich rede, werden nicht erfüllt. No, nicht erfüllt. Ein Jahr nicht, zwei Jahr nicht, drei Jahr nicht, fünf Jahr nicht, zehn Jahr nicht. Solange du Erwartungen hast, werden sie vom anderen nicht erfüllt. Tja, darum geht es ja genau. Erwartungslosigkeit, bedingungslose Liebe. So. Das ist die Aufgabe. Und solange du an der Aufgabe links und rechts oder oben und unten durchrutscht und das nicht erkennst, ja, dann ist nicht das Wort und Konzept Dualseele an der Misere schuld, sondern, wenn man mal von Schuld reden will, sondern daran, dass du einfach nicht wirklich hinschaust oder Angst hast hinzuschauen oder es nicht erkennen kannst, weil so viel Plapper in deinem Verstand läuft, dass du es nicht hören kannst. Das leise Stimmchen in der unterbewussten Ebene ist ja oft so leise, man versteht es ja kaum. Hallo, hörst du mich?
Nein, natürlich nicht, der Verstand hört nichts. Hallo, 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 hörst du mich? Ich bin dein Unterbewusstsein, deine Seele, ich will dir was sagen. Ja, das macht die Sache so schwierig. Nicht das Wort und Konzept, du Allseele. Weil du hast ja auch keine Schwierigkeiten mit dem Wort und Konzept Stuhl, Tisch, Mensch und so weiter, Auto, Beruf, Sonne, Himmel und so weiter, Sterne. Oder hast du damit ein Problem? Ich glaube nicht. Und wenn, hast du ein Problem. Also wenn du mit dem Stuhl, Tisch und so weiter ein Problem hast, dann hast du echt ein großes Problem. Nee, aber du hast es damit. Das ist für dich normal. Alles läuft. Und auch Seelenpartnerschaft hast du nicht negativ belegt. Ja, meistens wenigstens. Aber Dualseele wurde einfach durch diesen harten Lehrpfad, Lernweg, sowas von negativ belastet, belegt, dass wenn du es dann aussprichst und denkst, sofort einen Wutanfall bekommst nach ungefähr 5, 6, 7, 8, 9 Jahren. Ja, ich verstehe es gut. Aber das ist gut. Werde ruhig wütend. Dann schaust du vielleicht mal genauer hin. Werde ruhig sauer. Dann schaust du doch vielleicht mal genauer hin, weil das ist die Aufgabe. Dualseelen sind gekommen, um dich zu befreien. Von Konzepten, Ängsten, Altlasten, Strukturen deiner Vergangenheit, Kindheit und so weiter. Und dich neu aufzustellen auf einer ganz anderen Schwingungsebene, eben die neue Zeit, von der ja so viele reden, die immer noch nicht da ist. Die Frage ist, wann kommt sie? Ich kann dir sagen, wann eine neue Zeit auftaucht. Und wenn wir Menschen mal mehr in die Eigenverantwortung gehen und nicht immer erwarten, dass andere für uns alles lösen, regeln und machen. Dann haben wir die neue Zeit. Es geht um Eigenverantwortung, um selber es tun und nicht warten, dass ein anderer es tut. Und daran hapert es leider auch noch. Aber das ist ein neues Videothema. Das behandle ich nicht auch noch hier. So, also, es geht darum, schau bei dir hin, guck, dass du zu dir zurückgehst und nicht ständig beim anderen schaust und was erwartest. Es bringt nämlich 0,0,0000 gar nichts. Alles, was du bei dir veränderst, bringt ganz, ganz, ganz viel. Und das ist die Aufgabe. Und das Wort Dualseele, bitteschön, es ist einfach nur eine Bezeichnung. Man hätte es auch völlig anders nennen können. Tatsächlich, ja, hätte man. Hat man aber nicht. So. Und nun wünsche ich euch eine schöne Zeit, gutes Vorankommen und schau bei dir hin, denn darum geht's. Alles Liebe von Herzen, deine Helga.